Das ist das 11. Kapitel des in diesem Sommer erscheinenden 4. Bandes. Das Biest in dir, die Tränensteine. Der Weg öffnet sich. Auf den Knien kauernd und aus einer großen Kopfwunde blutend, blickt ein Mann mit nachtschwarzen Augen zu Saparin und Nemesta auf. Seine Ohren stachen spitz zwischen flammendrotem Haar hervor und die Schultern hingen schlaff herab. Der Ausdruck auf seinem Gesicht war eine Mischung aus Verzweiflung und gebrochenem Stolz. Man hatte ihm die Hände auf dem Rücken zusammengebunden und er schnaufte leise. Seine Nase war mindestens einmal gebrochen. Dieser Mann hat die Gruppe aus den Elfen und Zwergen angeführt. Sein Name ist Alpheos, sprach Lavaya, die in einigem Abstand hinter den beiden Heerführern zum Stehen gekommen war. Die anderen Alpen hatten einen Kreis um ihre Anführer und den Gefangenen gebildet. Er hat dir gesagt, sein Name sei Alpheos, sprach Nemesta kühl und blickte über die Schulter. Aber die Elfen sind ein widerliches Pack, verschlagen und heimtückisch bis aufs Blut. Wenn einer von ihnen das Maul aufmacht, dann kannst du davon ausgehen, dass er dich anlügt. Wie heißt du wirklich, Blumenfresser? Den letzten Satz hatte sie mit schneidender Stimme an den Gefangenen gerichtet und trat dabei noch einen Schritt näher auf ihn zu. Die Täuschung war perfekt. Sie konnte die Reflexion ihres Spiegelbildes ungebrochen im konturlosen Schwarz seiner Augen sehen. Zwar wich die Kleidung des Mannes deutlich von der Uniform der Soldaten ab, doch das alleine hätte sie nie auf den Gedanken gebracht, es mit einem Elfen zu tun zu haben. Hätte er inmitten ihrer Krieger gestanden, wäre ihr vermutlich überhaupt nicht aufgefallen. Ein kurzer Blicktausch mit ihrem Gefährten machte deutlich, dass auch er mit seinen gottähnlichen Kräften nicht dazu in der Lage gewesen wäre, den Wechselbalg als das zu identifizieren, was er war. Bei allem Respekt, Lady Nemesta, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er mich angelogen hat, meinte Lavaya in einer leichten Verbeugung. Ach, und warum nicht? Nun, ich kriege die Wahrheit aus jedem heraus, wenn ich es will. Sein Geist ist fast gebrochen und kurz bevor ihr kamt, hat er mir bereits das Geheimnis um den Schwarzbaumtee verraten. Und das, obwohl er zu Anfang alles andere als gesprächig war. Saparin fragte sich, woher die junge Albin, die kaum mehr als 35 Lenze gesehen haben dürfte, ihr Selbstvertrauen bezog. Mit Sicherheit hatte sie noch nicht oft die Gelegenheit gehabt, jemanden zu foltern, um Informationen aus ihrem Haus zu pressen. Zwischen dem bloßen Zufügen von Schmerzen und dem Brechen eines starken Willens lagen bekanntlich Welten. Jungen Kriegerinnen wie ihr war das in der Regel nicht so bekannt. Eigenartig. Allerdings sprach die Art und Weise, wie Alpheos den Blick seiner Peinigerin auswich, Bände. Er hatte nicht nur Angst vor ihr, er hatte vor allem Angst davor, dass er über kurz oder lang reden würde. Der Schwarzbaumtee ist ein Getränk, das die Zwerge gebraut haben. Es färbt die Augen eines Rotblüters für mehrere Stunden schwarz, wie die unseren. Diese Wirkung ist den kleinen Leuten schon lange bekannt, allerdings ähnelt ihr Körperbau dem unseren nicht gerade und da sie ihre Geheimnisse für gewöhnlich eifersüchtig behüten, ist es wohl das erste Mal, dass es zu einer derartigen Täuschung durch Elfen kommt, fuhr Lavaya fort, während ihre Schritte lautlos durchs Gras glitten. Neben der Leiche einer Frau, die in ähnlich schlichte Gewänder wie Alpheos gehüllt war, verharrte sie. Von einem einzelnen, buttermesserbreiten Stich im Hals aus hatte sich eine rote Blutlache um den gesamten Körper der Toten ausgebreitet. Ihre künstlich schwarz gefärbten Augen starrten kalt und leer die Baumkronen. Ein unbefleckter Dolch lag neben ihr auf der Erde. Alpheos war gerade dabei, mir zu verraten, wie man den Bann dieses Waldes brechen kann, doch er braucht, glaube ich, ein klein wenig Überzeugungsarbeit. Lavayas Stimme war glockenhell und süß wie Honig, als ihre Finger sich langsam um einen ihrer beiden Schwertgriffe schlossen. Saparin fiel auf, wie ähnlich sie dem Messer war. Die Macht der heiligen Göttin des Lebens und der Schönheit lässt sich nicht brechen. Ihr Schutzzauber wird ewig währen und ihr Fluch all jene treffen, die ihren Wald entehren. Es war das erste Mal, dass der Elf den Mund geöffnet hatte. Seine Worte zitterten und klangen wie ein auswendig gelerntes Gedicht oder ein Gebet. Da er nicht wagte, einem der Alben die Augen zu sehen, richtete sich sein Blick beim Sprechen hinab auf den Boden. Ich gebe es nicht gern zu, aber er hat leider recht. Zumindest mit dem ersten Teil. Sprach Saparin und hielt Lavaya mit einer knappen Handbewegung zurück, als sie ihr Schwert ziehen wollte. Niemand hat die Macht, den Bann dieses Waldes einfach so aufzuheben. Von Lowe ist vielleicht mal abgesehen. Aber ich denke, das wird auch nicht nötig sein, solange wie wir den Bann umgehen können. Wenn du unsere Nähe teilst, werden die Pflanzen uns nicht in die Irre leiten, habe ich recht? Fragte er und schaute zu dem Gefesselten hinab. Meine Herrin wird nicht zulassen, dass ihr ihr Geschenk an mich für eure dunklen Machenschaften missbraucht. Eher lässt sie uns alle im Labyrinth der Bäume zugrunde gehen, bevor sie euch den Durchgang erlaubt.
krächzte Alpheus voll Verzweiflung und schaukelt sich dabei leicht vor und zurück. Mag vielleicht sein, aber ein Versuch ist es allemal wert, denn ein anderes Mittel als dich haben wir nun mal leider nicht. Entgegnete Saparin, ging in die Hocke, um ihm auf Augenhöhe zu begegnen, und flüsterte: Sag mir, Elf, wo war deine Göttin, als wir eure Krieger, Frauen und Kinder abgeschlachtet haben? Wo war sie, als eure Häuser in Flammen aufgegangen sind? Deine Waldhure von Göttin hat dich und dein Volk verlassen. Sie ist klüger als du und führt keinen aussichtslosen Kampf. Stell dir vor, wenn er dich und deine Anhänger zermalmen, ihr Zorn wird. Ein Schlag mit der flachen Seite von dem Messer das Schwert gegen die Stirn ließ Alpheus aufstöhnen und brachte ihn zum Verstummen. Ich habe keine Lust mehr, sein Gezeter die ganze Zeit über anhören zu müssen. Mit ihm in unserer Mitte wird es unmöglich, sich an die Flüchtlinge anzuschleichen, sprach sie, griff den benebelten Gefangenen ins Haar und zog sein Haupt nach hinten. Vielleicht genügt es ja, wenn wir seinen Kopf mitnehmen. Spielerisch ließ sie ihr Schwert am Hals des Elfen auf- und abgleiten, zog mit der Klinge die Konturen seines Kehlkopfes nach und rasierte einige seiner kurzen Bartstoppeln ab. Oder aber wir lassen wenigstens seine Zunge hier, das wird ihn lehren, Verwünschungen gegen uns auszusprechen. Bitte, lass ihn, Mester. Du weißt doch, was deine Spielchen das letzte Mal für Folgen hatten. Außerdem will ich ja, dass er mit mir spricht, sagte Saparin und erntete dafür einen undeutbaren Blick von seiner Partnerin. Zuerst schien es, als solle sie etwas erwidern, doch dann schloss sie in den Mund und ließ von dem Elfen ab. Lavaya hatte einige Schritte hinter ihrer Stellung gezogen und beobachtete interessiert das Geschehen. Alpheus, sofern das ein richtiger Name ist, du kannst dir sehr viel Leid und Schmerz ersparen, wenn du dich kooperativ zeigst, sprach der Halbgott sanft und suchte den Blick jener Kreatur, die er so sehr verachtete wie kaum eine zweite auf der Welt. Ich werde dir jetzt einige Fragen stellen und du wirst sie beantworten. Weigerst du dich, verlierst du einen Finger. Lügst du mich an, dann ist es eine Hand. Hast du es verstanden? Der Elf zeigte mit keiner Faser deines Körpers, dass dem so war, sondern starrte nur weiter demonstrativ zu Boden. Bist du in den Stunden seit Sonnenaufgang einem Ork oder zwei Menschen begegnet? Fragte Saparin und bildete sich ein, für den Hauch eines Augenblickes Verwunderung in Alpheus Gesicht lesen zu können. Doch schon kurz darauf gab dieser sich wieder stur und behielt die nichtssagende Starre auf seinem Antlitz bei. Der eine Mensch ist ein Mann, der andere eine Frau. Beide haben braunes Haar und wirken in den Augen unserer Völker fast noch wie Kinder. Doch aus der Sicht von ihresgleichen stehen sie bereits auf der Stufe zum Erwachsenenalter. Sag, hast du die beiden oder einen großen, dunkelgrünen Ork mit einer Narbe am Hals gesehen? Und versuch nicht, mich anzulügen. Ich merke sowas. Alpheus atmete schwer ein und aus, sagte jedoch nichts. Er schloss die Augen und schien zu beten. Saparin erkannte, dass Lavaya ihn bereits mürbe gemacht und seinen Geist so gut wie gebrochen hatte, doch noch behauptete sich der Wille des Waldbewohners gegen die Furcht vor den Konsequenzen, welche sein Schweigen mit sich brachte. Blitzschnell griff der Halbgott nach seinem Dolch und mit der freien Hand nach dem rechten Arm des Rotblüters. Der schaffte es zwar gerade noch rechtzeitig, seine Hände zu Fäusten zu ballen, als Saparin ihn wie eine Puppe herumdrehte, doch sie beide wussten, dass sie das nicht schützen würde. Die schmale Klinge schob sich ungehindert zwischen Zeige und Mittelfinger und verharrte dort für einige Sekunden. Die Atmung des Elfen wurde stoßartig und ein ersticktes Wimmern trat über seine Lippen. In dem Moment, als Saparin den Schnitt ansetzen wollte, schrie Alpheus: Nein! Nein, ich habe niemanden gesehen. Keine Menschen seit gestern. Und ein Ork noch nie in meinem Leben. Geht doch, raunte der Alp und lächelte. Nächste Frage. Hast du heute jemanden deines Volkes getroffen, der aus Eichenburg geflohen ist? Vielleicht sogar du selbst oder einer deiner toten Begleiter? Was? Warum interessiert euch das? Schluchzte Alpheus. Saparin konnte sein Gesicht zwar nicht mehr sehen, doch er war sich sicher, dass ihm Tränen über die Wangen rannen. Ich stelle hier die Fragen, nicht du. Erwiderte er scharf und drehte den Dolch ein wenig, sodass der Elf die Schneiden schmerzhaft zwischen seinen Fingern spüren konnte. Bitte, warum tötet ihr mich nicht einfach? Flehte er, und noch bevor sich sein Mund ganz geschlossen hatte, entfuhr ihm ein markerschütternder Schrei, der den ganzen Forst durchdringen schien. Saparin hatte seine Drohung wahrgemacht und ihm kurzerhand einen Finger abgeschnitten. Alpheus musste während seines Gebrülls mehrmals neuen Atem schöpfen, bis er sich beruhigt hatte und in ein kurzatmiges Heulen übergegangen war. Sein Zeigefinger lag gekrümmt im Gras und ein Blutstrahl schoss aus seiner zuckenden Hand. Saparins Lächeln wurde noch breiter. Offenbar war der Waldbewohner keine Schmerzen gewohnt. Das würde es einfacher machen. Du hast noch 7 Finger. Und 2 Daumen, aber die tun mehr weh.
versprach er ihm und griff mit seiner Dolchhand nach dem Kragen des Elfen, als die Sonne zu fallen drohte. Hast du heute jemanden deines Volkes getroffen, der aus dem Gefängnis Eichenburg geflohen ist? Wiederholte er und schüttelte ihn, damit er nicht ohnmächtig wurde. Nein, niemand. Ich kenne niemanden, der in Eichenburg gesessen hat. Warum denn nicht gleich so? Lobte Saparin und klopfte ihm anerkennend auf die Schulter. Wenn du die nächste Frage beantwortest, hast du es geschafft. Dann lasse ich dir deine Wunde ausbrennen und die Hand verbinden. Danach darfst du uns durch den Wald führen. Nein. Nein, das mache ich nicht. Widersprach Alpheus und für einen Moment wurde das Zittern schwächer und ein Haufen Selbstbewusstsein durchfloss seine Stimme. Auf keinen Fall werde ich euch dabei unterstützen, mein Land zu erobern. Lieber sterbe ich. Psst! Machte Nemesta und versetzte ihm einen leichten Tritt gegen die Rippen. Du tust, was wir dir sagen. Bitte, Philphone, erlöse mich, bring mir den Tod, ehe ich zum Verräter an dir und meinem Volk werde. Ich flehe dich an, rief der Elf ins Unterholz und stemmte sich mit erstaunlicher Kraft gegen Saparins Griff. Halt still, du Wurm, herrschte der Halbgott ihn an, während er ihm seinen Dolch erneut zwischen zwei Fingern schob. Und jetzt sprich. Wieso habt ihr euch als Alben ausgegeben und was hast du mit den Zwergen zu schaffen gehabt? Alles. Was du mir antust, wird mein Bruder dir mit doppelter Härte zurückzahlen, du Scheusal. Er wird euch alle töten und er findet euch, egal wo ihr euch versteckt. Na gut, du lässt mir keine Wahl, sprach Saparin und schaffte es nur mit Mühe, die Anerkennung zu verbergen, welche er plötzlich für den Elfen empfand. Er selbst hätte unter ähnlichen Bedingungen keine derartigen Qualen für seinen Meister Loth auf sich genommen, und das, obwohl er unsterblich war und seine Wunden wesentlich besser verheilten. Eine kurze Bewegung aus dem Handgelenk genügte und ein weiterer Finger des Elfen fiel zu Boden. Doch diesmal entlud sich dessen Schmerz in einem lautstarken Hilferuf an seine Göttin. Zylphone, ich flehe dich an, schenke mir den Tod, töte mich, bevor ich den einzigen Sinn meines Lebens verrate! Saparin wurde zunehmend unsicherer und war mit einem Male froh, dass er den Rücken des Elfen vor sich hatte, damit dieser ihm seinen Zweifel nicht ansehen konnte. Bisher hatte er sich eigentlich für einen sehr guten Folterer gehalten, doch noch bevor er Alpheus sämtliche Schmerzen zufügen konnte, die ihm bekannt waren, würde dieser verblutet sein. Fragend schaut er zu Nemesta. Töte mich! Töte mich! Töte mich! Ich will sterben! Die Rufe des Gefangenen wurden immer lauter und der Lebenssaft lief aus seinen Fingerstümpfen wie aus einem undichten Trinkschlauch. Gerade wollte Saparin seine Partnerin um den Stofffetzen eines Toten bitten, um ihn zu verbinden, bevor er ihm die Wunde ausbrannte, als dieser auf einmal ihr Schwert zog. Dein Leben gehört uns, Made, nicht deiner Göttin. Du stirbst erst, wenn wir es sagen. Und jetzt antworte meinem Gefährten, oder ich zeige dir, was wahre Schmerzen sind, fauchte sie mit einer Stimme, die dem Wahnsinn näher war als dem Verstand. Die Spitze ihrer Waffe war keine Fingerbreit von der Nase des Elfen entfernt und so ruhig, dass sie damit einen Wassertropfen hätte balancieren können. Seine Widerspenstigkeit machte sie rasend und verschaffte ihr gleichzeitig eine tiefe innere Erfüllung. Sie war ganz und gar in ihrem Element. Saparin gefiel seine Partnerin, die im Zustand des angestauten Hasses ausnehmen konnte. Zudem ließ sie selbst Vertrauen und Hoffnung in ihm aufsteigen, wo bis eben noch der Zweifel sein hässliches Antlitz gezeigt hatte. Damit der Elf nicht zu viel Blut verlor, riss er nun selbst ein Stück von dessen Kleidung ab und machte sich daran, ihm den Arm abzubinden. Alpheus hatte aufgehört zu schreien und begegnete Nemesta mit starrem Blick. Sie konnte sehen, dass er all seine Willenskraft aufbot, um nichts von dem preiszugeben, was er wusste. Seine Stärke war beachtenswert, besonders für einen Elfen, der nicht mal ein Krieger war. Doch sie würde ihn brechen. Daran bestand gar kein Zweifel. Und sie würde es genießen. Lady Nemesta, mit Verlaub, ich hatte ihn vorhin beinahe schon so weit, dass er auspackt. Wenn ihr mich... Schweigt, Göre! Zischte sie mit einem kalten Blick um die Schulter, wütend darüber, aus ihrer Ekstase herausgerissen worden zu sein. In ihrem Zorn erkannte Nemesta den Fehler, welchen sie soeben begangen hatte, einen Lidschlag zu spät. Ihr Schwert befand sich noch immer unmittelbar vor Alpheus Gesicht. Ein kurzer Stoß, sowie Lavayas schreckgeweitete Augen offenbarten ihr ihre Fahrlässigkeit. Der Gefangene hatte den kurzen Moment ihrer und Saparins Unachtsamkeit genutzt und sich mit weit geöffnetem Mund nach vorne den Stahl fallen lassen. Die Spitze trat zwar nicht aus seinem Hinterkopf aus, trotzdem war die Verletzung zweifellos tödlich. Er röchelte leise und seine Gesichtsmuskeln zuckten ein letztes Mal, sodass es fast danach aussah, als würde er Nemesta im Sterben auslachen. Eine Sekunde später verlor er den Halt und rutschte weiter nach vorn gegen ihr Schwert. Zwar zog sie selbiges hastig zurück, doch es war bereits vorbei. Alpheus sackte zu Boden und regte sich nicht mehr. Blut lief ihm aus dem Mund und umfloss die Grasstängel, während die Albin langsam den Kopf schüttelte und ungläubig auf ihre Klinge herabsah. Nein,
sagte sie leise, und es dauerte einen schier endlosen Moment, bis sie es wagte, Saparins Blick zu begegnen. Er hockte noch immer hinter dem Elfen, den Stofffetzen zwischen den Fingern. Sein Mund war leicht geöffnet und auch er starrte auf ihre Waffe, die bis zum Riss mit hellrotem Blut getränkt war. Das wollte ich nicht. Die Messe wurde gleichzeitig heiß und kalt. Von der knisternden Aufregung war nichts geblieben. Stattdessen begann ihr Magen sich zu verkrampfen. Er war unsere einzige Chance, den Fluch dieses Waldes zu umgehen, sprach Saparin tonlos und schaute auf den reglosen Leib hinab. Er wusste nicht, ob er laut werden sollte oder nicht. Er wusste nicht einmal, was er denken sollte. Behäbig wie ein alter Greis erhob er sich und sog die Luft durch seine Nase. Welches Geheimnis hast du mit ins jenseitige Reich genommen? Was war es, das dich zu dieser Tat getrieben hat? Ihr hättet ihm nicht den Tod als unumgehbares Ende seines Leidensweges versprechen dürfen, antwortete Lavaya zurückhaltend und so leise, dass man sie kaum verstand. Wenn ihm die Freiheit als Lohn für seine Auskunftsbereitschaft gebunden hätte, du, das ist alles nur deine Schuld, fuhr Nemesta die junge Albin an, das Schwert noch immer fest in der Rechten. Ihre Kiefer malten, als sie sich vor der Soldatin aufbaute. Du hast mich abgelenkt, nur wegen dir konnte der Elf mich umbringen. Lavaya zuckte bei jedem Wort wie unter einem Peitschenhieb zusammen. An der Stelle möchte ich das Kapitel beenden. Es geht noch weiter. Dankeschön. Es geht noch weiter, was mit der aufsässigen und besserwisserischen Lavaya passieren wird. Werdet ihr irgendwann hier erfahren. Wie gesagt, erscheint im Sommer im AFA Verlag. Titel Das Biest in dir, die Tränensteine, das ist der vierte Band. Die ersten drei Bände, seht ihr hier vorne schon, könnt ihr auch gleich hinter dem Stand käuflich erwerben oder vielleicht noch ein bisschen mit mir quatschen, wenn ihr Lust habt. Ansonsten würde ich erstmal noch fragen, gibt es von Seiten der Zuschauer, der Zuhörer eine Frage? Möchte jemand etwas wissen über mich, über mein Werk und mein Schaffen? Niemand? Alles klar. Dann bedanke ich mich ganz recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ihr findet mich auf der Rückseite des Standes und noch viel Spaß auf der Messe.